Hallo und willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video geht es darum, horizontales und vertikales Marketing zu unterscheiden. Horizontales und vertikales. Nun, diese Begriffe kommen relativ häufig vor. Man spricht auch von horizontalen und vertikalen Fusionen zum Beispiel. Und das kann man nur verstehen, wenn man vor Augen hat, den Prozess eines Produktes vom Hersteller He über den Großhändler Hä zum Einzelhändler Ehä zum Endverbraucher. Diesen Prozess muss man immer vor Augen haben. Und horizontales Marketing bedeutet nun, dass horizontal, zum Beispiel auf der Ebene der Hersteller, sich mehrere Hersteller zusammenschließen für eine gemeinsame Marketingaktion oder mehrere Großhändler, GHs, sich zusammenschließen für eine gemeinsame Marketingaktion. Und vertikales Marketing bewegt sich nicht in die horizontale, sondern in die vertikale Richtung. Das sind also Aktionen des Herstellers, um den Großhändler zu beeinflussen und vor allem natürlich Aktionen der Händler, um hier den Endverbraucher zu beeinflussen. Ja, das ist vertikales Marketing, vor allem Herstellerstrategien zur Einflussnahme auf den Handel und Strategien der Händler zur Einflussnahme auf den Endverbraucher. Das ist vertikales Marketing, nämlich diese Richtung hier. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßleindenk-shop.de. Dort können Sie schnell Lernhilfen kaufen. Mein Name ist Marius Ebert.